Heute Tipps für Mieter von Gewerberäumen. Darf man wegen Corona die Miete mindern? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht auf Beendigungsdinge, Kündigung und so weiter spezialisiert, aber auch mit dem Thema Mietminderung befasst und ja auch mit dem Thema Corona hier schon seit längerer Zeit befasst. Und sehr häufig fragen mich Mandanten oder habe ich Anfragen zum Thema Mietminderung im Gewerberaummietrecht. Vielen Mietern geht es an den Kragen. Wir hatten ja hier auch schon über Karstadt berichtet, die Kaufhäuser schließen. Sowieso Corona hat stark zu einer Verlagerung ins Online-Geschäft geführt und viele Mieter bekommen Schwierigkeiten mit ihrer Miete. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man das Mietverhältnis nicht beenden will, wenn man es beenden will, hatte ich schon ein Video dazu gemacht, dann sollte man mal den Vertrag checken lassen, ja, ob es da nicht Ausstiegsmöglichkeiten gibt, zum Beispiel wegen der sogenannten Schriftformfalle, Stichwort. Ja. Können Sie auch im Kanal hier nochmal suchen. Aber es soll heute mal darum gehen, wenn man jetzt eigentlich gar nicht aussteigen will, aber eventuell sagt, ich will einfach weniger Miete bezahlen. Und da ist es so, da kann ich jetzt nicht so ganz allgemein sagen, dass Mietminderungen zulässig sind oder Mietminderungen ausgeschlossen sind. Ich hatte ja im Zusammenhang mit den Videos zu den Corona-Gesetzesänderungen im Mietrecht schon ein paar Aussagen gemacht. Die können sich auch gerne nochmal die Videos angucken. Aber es gibt darüber hinaus natürlich mal so grundsätzliche Erwägungen zu überlegen, wann könnte es möglicherweise sein, dass man die Miete mindern kann. Und da ist es jetzt so ein bisschen unter den Mietrechtsexperten umstritten, inwieweit jetzt wer welches Risiko trägt, aber man kann relativ klar sagen, der Mieter trägt grundsätzlich die Betriebsgefahr und wenn es jetzt keine besonderen Umstände gibt, dann wird eine Mietminderung schwierig. Was könnten das aber nun für besondere Umstände sein, unter denen dann eine Mietminderung vielleicht doch möglich ist? Eine Sache wäre der Vertrag. Also man sollte auf jeden Fall mal den Gewerberaummietvertrag checken, ob es vielleicht da doch die eine oder andere Regel gibt, die dazu führen könnte, dass das vielleicht schon die Möglichkeit einer Mietminderung da wäre. Dann ganz generell alle Mieter von Objekten, wo es sozusagen sogenannte in Einkaufszentren oder ähnlichen größeren Anlagen, wo es sogenannte Ankermieter gibt, ja, die jetzt wegfallen. Das wäre zum Beispiel dann eine Möglichkeit, da man in so einem Einkaufszentrum ja typischerweise als kleiner Mieter ist, weil dort viele Besucher sind, weil dort viele große mächtige Mieter sind, ja, oder mächtige Institutionen sind. Und wenn die jetzt weggehen, wenn das Ganze jetzt leer steht, dann kann das eben tatsächlich dazu führen, dass hier die Miete gemindert werden kann. Auf keinen Fall sollten Sie die Miete einfach einstellen, selbst wenn Sie sich ziemlich sicher sind, dass Sie ein Minderungsrecht haben. Es gibt in vielen oder fast allen Gewerberaummietverträgen die Klausel, dass Sie nur mit gerichtlich rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen können bzw. mindern können oder wenn der Vermieter einverstanden ist. Der Vermieter wird wahrscheinlich nicht einverstanden sein, Sie können ihn zwar fragen, ja, aber es wäre schon erstmal sinnvoll, wie folgt vorzugehen. Wenn Sie merken, Sie haben ein Minderungsrecht, dann die Miete unter Vorbehalt zunächst weiterzahlen, den Mieter zur Rückzahlung und zur Feststellung der Mietminderung auffordern und wenn der das nicht macht, muss man das gerichtlich einklagen und feststellen lassen. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn man nicht allein aus formalen Gründen nachher die Kündigung riskieren will. Selbst wenn Sie ein Minderungsrecht haben, die Miete einfach kürzen, dann kommt die Kündigung, sind auf der Straße, dann können Sie das auch vergessen. Ja? Also immer hier vorsichtig vorgehen. Wir bieten an, kostenlos, unverbindlich ein Gespräch mit mir. Sie können klären, ob eine Minderung in Betracht kommt und wie dann der konkrete Weg in Ihrem Fall am besten ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal und ich freue mich immer über gute oder sehr gute Bewertungen. Tschüss.